Vielen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes, Drucksache 19/2484. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Eingebracht wird der Gesetzentwurf von Kollegen Merz von der SPD-Fraktion. Herr Kollege Merz, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bringe einen Gesetzentwurf, von dem wir glauben, dass er ein Beitrag zur Lösung eines praktischen Problems ist, das in den vergangenen anderthalb Jahren vor dem Hintergrund des verstärkten Zustroms oder der verstärkten Zuwanderung auch von jugendlichen Flüchtlingen, von jungen Erwachsenen, jungen volljährigen Flüchtlingen in die Bundesrepublik viel diskutiert worden ist, insbesondere in den beruflichen Schulen viel diskutiert worden ist. Dort ist beklagt worden, dass die derzeitige Grenze für das Recht zum Besuch von beruflichen Schulen bei 18 Jahren endet und dass das mit der Lebensrealität vieler jugendlicher und junger volljähriger Flüchtlinge nicht in Einklang steht und dass deswegen bei den Angeboten für diese Jugendlichen und jungen Volljährigen häufig Klimmzüge gemacht werden. Entweder ist es wahr, es ist gar nicht möglich, diese Kinder, nein, nicht Kinder, diese jungen Volljährigen, muss man in diesem Fall sagen, zu beschulen, oder man musste alle möglichen Klimmzüge machen, um das irgendwie dann doch möglich zu machen. Erfreulicherweise ist das ja auch in einer ganzen Reihe von Fällen geschehen. Nichtsdestoweniger glauben wir, dass das ein Zustand ist, der mal bereinigt worden ist, bereinigt werden muss. Deswegen ist unser Vorschlag so einfach wie ich finde probat, nämlich die entsprechende Vorschrift des Hessischen Schulgesetzes zu ändern, indem man die Zahl in § 62 Absatz 3 von 18. Lebensjahr durch 27. Lebensjahr ersetzt. Warum 27. Lebensjahr? Ich habe darüber gesprochen und bewusst darüber gesprochen, dass es sich hier um junge Volljährige handelt. Der Begriff des jungen Volljährigen ist definiert im SGB VIII, in § 7. Dort heißt es, dass junge Menschen von 18 bis zum 27. Lebensjahr junge Volljährige sind. An einer anderen Stelle wird von jungen Erwachsenen gesprochen, für alle, die unter 27, aber volljährig sind. Das ist die Personengruppe, die wir im Blick haben. Und diese Personengruppe wird uns im SGB VIII auch besonders ans Herz gelegt. Im SGB VIII heißt es in § 13, dass eben auch für junge Volljährige Angebote gemacht werden sollen, die ihnen bei ihrer beruflichen und schulischen Integration und Eingliederung helfen sollen. Nun kann man über die Altersgrenze sicher reden. Wir haben, wie gesagt, das Kinder- und Jugendhilferecht zugrunde gelegt an dieser Stelle bei der Wahl des der Altersgrenze. Man kann darüber reden, ob das sinnvoll ist, noch für bis zu 27-Jährige auch den Zugang zu beruflichen Schulen zu ermöglichen. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, übrigens nicht nur für die Gruppe der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen Flüchtlinge, sondern auch für die nicht geringe Zahl derer, die schon immer hier wohnen, sei es mit oder ohne Migrationshintergrund, denen der Einstieg oder die Integration in Ausbildung und in eine berufliche Tätigkeit in das Erwerbsleben nicht oder noch nicht gelungen ist und die einer zweiten oder gegebenenfalls auch einer dritten Chance bedürfen. Von daher glaube ich, dass wir hier keine Regelung nur für Flüchtlinge schaffen, sondern eben auch für andere junge Menschen, die ein anderes, aber manchmal nicht minder schwieriges Integrationsproblem haben. Ich habe davon gesprochen, dass das in den beruflichen Schulen vor allen Dingen besonders beklagt wird. Ich könnte jetzt noch darauf hinweisen, dass die Schulen nach ihrem Auftrag eben auch besonders berufen sind, all das zu tun, was in der Integrationsdebatte im Moment sonst noch diskutiert wird, z. B. die Frage, wie es uns gelingt, den Wertekanon, der in unserer Gesellschaft sozusagen für das gedeihliche Zusammenleben zugrunde gelegt wird, zu vermitteln. Das ist der Auftrag des Hessischen Schulgesetzes. Von daher kann es auch da nicht schädlich sein, möglichst vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Zugang zu den beruflichen Schulen zu ermöglichen, wenn sie dies wünschen. Wir reden hier nicht über die Erweiterung der Schulpflicht, sondern wir reden über eine Ausweitung des Rechts, die beruflichen Schulen zu besuchen. Ich nehme zur Kenntnis,
und durchaus mit Genugtuung zur Kenntnis, dass es jetzt in der Frage der Ausgestaltung des INTEA-Programms und bei der Einführung zusätzlicher Programme eine Bewegung gibt, von der 18. Lebensjahrgrenze wegzukommen. Wobei mich ein bisschen irritiert, dass Sie auf der einen Seite eine Begrenzung für 20 Jahre einführen, auf der anderen Seite eine für 21. Das kann man vielleicht im weiteren Verfahren bereinigen. In jedem Fall scheint auch die Landesregierung ja, und wie ich finde, zu Recht zu der Überzeugung gekommen zu sein, dass die 18-Jahre-Grenze für das Recht, eine berufliche Schule oder eine Maßnahme in einer beruflichen Schule oder im Rahmen der beruflichen Bildung zu besuchen, nicht mehr zeitgemäß ist. Von daher denke ich, müssten wir bei der weiteren Beratung dieses Gesetzentwurfs eigentlich auch zu einer gemeinsamen Lösung kommen können. Das würde uns freuen. Das ist ein Angebot zur weiteren Diskussion. Insofern sehe ich voller Hoffnung der weiteren Beratung im Ausschuss und in einer Anhörung entgegen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Merz, für die Einbringung. Als nächster Redner spricht nun Kollege May von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erkennen durchaus an, dass die SPD sich Gedanken macht, wie man die Geflüchteten, die bereits 18 Jahre sind, besser fördern kann. Für die Koalitionsfraktion ist auch klar, also zumindest für die GRÜNEN-Fraktion, aber ich bin mir sicher, dass ich dort auch für die CDU-Fraktion mitsprechen kann, dass wir dort noch etwas zu tun haben und dass wir dort bisher eine Lücke haben, die es zu schließen gilt. Ob damit die Frage der Berufsschulpflicht notwendigerweise zu erweitern ist auf 27 Jahre, das muss man im Detail noch einmal beraten. Allerdings muss man schon feststellen, das muss ich an dieser Stelle schon deutlich machen, dass, sage ich mal, alleine zur Schule zu gehen oder meinetwegen das Recht, zu einer Berufsschule zu gehen, für sich alleine natürlich noch keine Maßnahme darstellt. Und dass, sozusagen, wenn man das Gesetz an und für sich betrachten würde, das natürlich wenig hilfreich ist, sondern vielleicht sogar Probleme auf Seiten der Berufsschulen schaffen könnte. Von daher denke ich und bin ich auch sehr froh darüber, dass Sie das anerkannt haben, dass wir dort dann eben auch gezielte Maßnahmen brauchen, die auf die benannten Personen, nämlich auf die Flüchtlinge über 18, zugeschnitten sind. Dort haben wir im Aktionsplan ja schon ein paar Dinge adressiert. Da geht es um Spracherwerb, Qualifizierung und Vermittlung, besonders für diesen Kreis. Von daher glaube ich, dass wir das, was wir da im Flüchtlingsplan von der Landesregierung vorgeschlagen haben, nämlich Förderung des elementaren Spracherwerbs, bereits in der Erstaufnahme, Förderprogramm für die Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren, wo die Programme von BA und BAMF nicht greifen, dass wir das weiterverfolgen sollten. Ich finde es auch herausstellenswert, dass für diese Maßnahme 10 Millionen € eingesetzt werden sollen. Aber auch über die über 21-Jährigen sind ja Maßnahmen vorgesehen, dort nämlich dann nicht mehr beim HKM, sondern beim HMBEVL, nämlich dass dort ein Landesprogramm zur vertieften Berufsorientierung mit Sprachförderung und der Erweiterung des Landesprogramms Ausbildungsförderung, um die Flüchtlinge bis 27 Jahren gezielt zum Ausbildungsabschluss zu führen, vorgesehen ist. Und gleichzeitig die Anerkennung von Berufsabschlüssen und Vorleistungen im akademischen Bereich erweitert werden soll. Und last but not least, dass weiterhin vorgesehen ist, dass es spezielle Deutschkurse, das betrifft jetzt eher den Teil, den wir eben gerade hatten, an den Hochschulen geben soll, um diejenigen, die ein Studium anstreben oder vielleicht das schon aufgenommen haben, gezielt zu fördern. Kurzum, wir haben dort vonseiten der schwarz-grünen Koalition schon einiges vorgesehen, was an gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Situation dieses Personenkreises vorgesehen ist. Die Erweiterung des Berufsschulzugangs an und für sich ist sicherlich nicht ausreichend, aber wir verstehen das jetzt einmal als Anregung, die wir zur Grundlage nehmen für weitere Beratungen im Kulturpolitischen Ausschuss, wie wir diesen Personenkreis besser fördern können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Öztürk. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist eine gute Initiative von der SPD, die das heute hier eingebracht hat. Ich glaube, wenn man diese Initiative unterstützt und auch diesen Jugendlichen mit einem sogenannten Zuwanderungshintergrund oder mit auch einem Migrationshintergrund die Möglichkeit gibt, auch über das 18. Lebensjahr hinaus in die Berufsschule zu gehen, dann ist das eine gute Initiative. Das ist eine gute Investition in die Zukunft. Deswegen hoffe ich, dass das unterstützt wird. Die Maßnahmen, die die Landesregierung bisher beschlossen haben, mögen genauso gut sein. Nein, aber das ist ein sehr wichtiges Instrument, das meiner Meinung nach auf gar keinen Fall kleingeredet werden darf, meine Damen und Herren. Ich bin auch ganz froh, dass das aufgegriffen wird, was vonseiten der Berufsschulen schon seit einem Jahr propagiert wird oder auch als Appelle an uns herangetragen wird. In der Vergangenheit sind viele Flüchtlinge in den Berufsschulen mehr oder weniger geparkt worden, ohne eine rechtliche Grundlage. Durch die Einführung des Programms InteA ist das gelöst worden für jene bis zum 18. Lebensjahr. Aber heute wissen wir jetzt schon, dass viele junge Migrantinnen und mit Migrationshintergrund, wollte ich schon sagen, junge Flüchtlinge keinen Platz in den InteA-Klassen bekommen, entweder weil die Klassen schon überfüllt sind oder weil sie ganz knapp über das Alter hinaus sind, über den 18. Lebensjahr. Viele dieser jungen Menschen suchen nach einer Option. Das, was die Landesregierung jetzt in dem Aktionsplan ankündigt, mag ein Instrument sein. Aber ich glaube, dass viele, die trotzdem ab 22. 23. Lebensjahr rausfallen aus dieser Initiative, haben eine Chance verdient, Abschlüsse zu machen, indem sie den sozialen Abstieg damit vermeiden. Ich glaube, wenn wir diesem Gesetzentwurf ohne Vorbehalte eine Chance geben, ist das ein gutes Instrument, Integration und vor allen Dingen in der Zukunft Bildung und sozialen Abbau von Menschen, die zu uns flüchten, zu gewährleisten. In dem Sinne unterstütze ich das sehr. Alles andere ist, glaube ich, eher etwas, was als Ankündigung vonseiten der Landesregierung uns mitgeteilt wurde. Aber eine Änderung auf der gesetzlichen Grundlage ist der richtigere Weg. Von daher bin ich dabei, diese Initiative der SPD auf jeden Fall zu unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Merz, in der Sache sind wir uns einig, in der Ausführung nicht so ganz. Mit dem Gesetzentwurf soll § 62 des Hessischen Schulgesetzes geändert werden. Geregelt ist in diesem Paragraph, dass Jugendliche die Berechtigung zum Besuch der Berufsschule für 3 Jahre besteht, und zwar längstens bis zum Ende des Schuljahres, / in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Die Altersgrenze soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf deutlich erhöht werden, nämlich auf ein Schulbesuchsrecht bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ich sage, wir können dem nicht so zustimmen. Ich begründe Ihnen auch weswegen. Wir haben ja heute Morgen ausführlich während der Haushaltsdebatte über das außergewöhnliche Paket, was wir auf den Weg gebracht haben, schon gesprochen, 800 zusätzliche Stellen für den Bereich der Sprachförderung für Flüchtlinge. Wir werden aus diesen Stellen natürlich den Bereich von InteA maßgeblich stärken. Deswegen, mit dem Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 4. September dieses Jahres, nämlich zur Umsetzung dieses Sprachförderprogramms InteA, ist nämlich da umfassend geregelt, dass dadurch eine Flexibilisierung stattfindet und auch Schülerinnen und Schüler bis 21, um auf die Frage einzugehen, 20 Jahre und 364 Tage sind das, deswegen mit 20 und 21 zum Einstieg in dieses Programm. Und die Dauer, da sind wir uns auch im Klaren darüber, über 2 Jahre, sodass wir faktisch eine Beschulungsmöglichkeit von bis zu 23 hier abbilden. Das ist ein riesengroßer Schritt, der im Übrigen sofort wirkt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir mit den Maßnahmen, die wir hier, mit dem Handlungsdruck, den wir haben, auch sofort etwas auf den Weg bringen. Da dürfen wir stolz drauf sein.
Das zeigt, meine Damen und Herren, dass unser hessisches Schulsystem enorm flexibel ist. Und das Weitergehende, was Sie fordern, mit einer vernünftigen Grundidee, aber sicherlich das System der beruflichen Schulen und auch ihren originären Bildungsauftrag sicherlich nicht ganz erfasst. Hier sind auch andere Bildungsträger gefordert. Und die anderen Bildungsträger, da will ich nur mal ein paar Beispiele nennen, die sind natürlich auch ein wichtiger Partner im Bereich von Bildung, Ausbildung und Fortbildung. Hier nenne ich nur einmal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BA. Wir haben heute von Staatsminister Tarek Al-Wazir, der Kollege Mayer hat eben darauf hingewiesen, gehört, was für Maßnahmen ergriffen werden im Bereich des Wirtschaftsministeriums. Das Sozialministerium ist dort mit aktiv. Und das will ich auch an dieser Stelle deutlich sagen, die freien Anbieter, die sind natürlich auch gefragt. Und wenn wir denen, ich habe viele Gespräche geführt, sagen, wir machen jetzt an den beruflichen Schulen allumfänglich gerade mal alles, stößt deren Begeisterung da möglicherweise auch an gewisse Grenzen. Deswegen, meine Damen und Herren, wir freuen uns darüber, dass wir uns in der Sache einig sind. Wir müssen allerdings da deutlich darauf hinweisen, dass es zu einer Gesetzesveränderung, einer umfänglichen Bearbeitung dieses Paragraphen bedarf im Hessischen Schulgesetz. Und wir wissen auch, eine Gesetzesänderung dauert. Und der Handlungsdruck ist jetzt da. Und mit der Maßnahme, mit dem Erlass aus dem Hessischen Kultusministerium können wir per sofort handeln. Und ich glaube, da sind wir auch gut beraten. Einerseits sofort handlungsfähig sein, parallel dazu das nötige Personal unverzüglich dann auch zur Verfügung zu stellen, mit Fortbildung, mit Weiterbildung, mit der Möglichkeit der Kolleginnen und Kollegen, die keine Vollzeitstelle haben, sich dort einzuarbeiten mit entsprechenden flankierenden Maßnahmen, mit den LIFs, den Lehrern im Vorbereitungsdienst und natürlich auch mit der Möglichkeit, beispielsweise für die Kolleginnen, die schon in Pension sind, dort sich zu verdingen, einzusteigen. Wir müssen jetzt handeln. Wir handeln jetzt. Das haben wir bereits gezeigt, dass das Kultusministerium unverzüglich auf solche Situationen reagiert. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Dem Gesetzentwurf in der Form können wir so nicht zustimmen. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf der SPD-Fraktion legt den Finger tief in eine Wunde, die es nicht gäbe, wenn die Landesregierung nicht beim Programm InteA viel zu kurz gesprungen wäre. Wir haben, ich darf das in Erinnerung rufen, in der Vergangenheit durch die damalige Kultusministerin Beer, gestützt mit dem damaligen Staatssekretär Prof. Lorz, ein Programm auf den Weg gebracht, in dem in einzelnen Schulen intensiv gearbeitet wurde mit jungen Flüchtlingen, mit jungen Flüchtlingen unter 18, mit jungen Flüchtlingen unter 21, mit jungen Flüchtlingen über 21, die sich in ihrer konkreten Situation kaum von denen unterscheiden, die mit 18 schon hier ankommen. Wenn die drei Jahre auf der Flucht waren, sind sie halt drei Jahre älter, aber kein Stückchen weiter in ihrer Bildungsentwicklung, in ihrer sprachlichen Entwicklung. Das hat funktioniert, und Herr Kultusminister Lorz konnte sich in Begleitung des Bundespräsidenten ja auch vor Ort davon überzeugen, wie gut das gefruchtet hat und wie das funktioniert. Nur das Dumme ist, dass man die Konsequenz nicht daraus gezogen hat, sondern dann das InteA-Programm vorstellte, das demgegenüber einen Rückschritt darstellte, weil zunächst einmal nur die Altersgrenze 18 vorgegeben war. Man dann eine Öffnung gemacht hat, zunächst einmal sehr zögerlich, nach dem Motto, na ja, wir erlauben den Schulen, ohne dass sie dafür zusätzliche Lehrerstellen kriegen, dass sie halt auch noch welche bis 21 aufnehmen können. Ich bin ganz froh, dass jetzt mit dem Aktionsplan wenigstens bis 21 die Öffnung da sein soll. Aber das reicht nicht.
Es reicht nicht, es ist immer noch ein Rückschritt gegenüber dem, was wir hatten. Es ist eine vorläufige Maßnahme, die gut ist. Aber die Idee, Herr Kollege May, zu sagen, wir können das Ganze in den Bereich der Berufsausbildung, in die Verantwortung des Wirtschaftsministeriums geben, verkennt völlig die Sachlage. Hier geht es darum, überhaupt junge Menschen mal berufsausbildungsfähig zu machen, ihnen den Schulabschluss mit dem Spracherwerb zu ermöglichen, den qualifizierenden Hauptschulabschluss zu vermitteln. Das ist natürlich ein klassischer schulischer Bereich und nichts anderes. Deswegen bedarf es der Änderung einer grundlegenden Bestimmung. Da hat die SPD zu Recht den Finger in die Wunde gelegt. Ich will jetzt nicht abschließend mich dazu äußern. Herr Kollege Merz hat das ja selbst auch ein Stück weit problematisiert, ob man nur richtigerweise bei 25 oder bei einem eingeführten Begriff mit 27 die Grenze zieht. Ich bin da in der Tat gespannt auf die Anhörung. Herr Kollege Schwarz, Sie sagten auch, Sie freuen sich auf die Anhörung. Ich weiß nicht, Sie haben auch dazu gesagt, Sie lehnen den Gesetzentwurf ab. Insofern weiß ich nicht so recht, was Sie mit der Anhörung überhaupt wollen. Ich erhoffe mir Hinweise aus dieser Anhörung, sehr deutliche Hinweise, einen Erkenntnisgewinn darüber, in welchem im Ausschuss, ja. Also wollen Sie im Ausschuss ablehnen und hier dann zustimmen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wäre besser als andersrum. Aber ich erhoffe mir durchaus Erkenntnisse aus dieser Anhörung, einen Erkenntnisgewinn für uns alle zu der Frage, zieht man eine Grenze sinnvollerweise bei 25 oder erst bei 27. Ich erhoffe mir aber vor allem einen Erkenntnisgewinn für die Koalition aus dieser Anhörung, weil sie dann ein wenig etwas erfahren werden aus dem Kreis der Anzuhörenden über die praktischen Fragen der Beschulung junger Flüchtlinge, die ihnen offensichtlich nicht so bewusst sind. Sie werden etwas erfahren über den Bildungsauftrag an den Berufsschulen, bei denen sich diese Flüchtlinge befinden, und die Bildungspraxis, die es dort gibt. Insofern erhoffe ich mir einen Erkenntnisgewinn auch für die Koalition. Hoffnungsfroh gestimmt hatte mich der Kollege May, dass vielleicht doch eine gewisse Bereitschaft da ist, aus der Anhörung dann auch Konsequenzen zu ziehen. Herr Kollege Schwarz, Sie haben die Hoffnung wieder ein wenig zunichte gemacht, aber man hat ja schon manches bei dieser Koalition erlebt. Vielleicht tut sich da auch mal etwas Positives. Wir sind jedenfalls sehr gespannt und freuen uns auf die Anhörung im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abg. Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich nehme an, dass Sie alle schon in den letzten Monaten in hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen waren, dass Sie in Flüchtlingsheimen waren, dass Sie dort mit jungen Flüchtlingen gesprochen haben. Und Sie werden dort feststellen, dass fast alle über gebrochene, sogenannte gebrochene Biografien verfügen. Sie sind zum Teil über Jahre auf der Flucht gewesen, aber sie waren vorher auch in Kriegsgebieten, z.B. in denen es gar nicht möglich war, einen regelhaften Schulbesuch zu haben oder auch einen Abschluss zu bekommen. Ich sehe es aber auch so, dass es auch schon angesprochen worden, dass auch Benachteiligte von diesem Gesetz durchaus profitieren können. Benachteiligte, die z.B. schwierige Elternhäuser haben, die von daher auch so belastet waren, dass sie selbst keinen vernünftigen Schulbesuch regelhaft durchführen konnten, die keine Abschlüsse erreichen konnten, weil sie eben sehr belastet waren. Aber auch Spätentwickler, Sie kennen vielleicht § 35a Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das sind die Kinder, das sind die Jugendlichen, die z.B. Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, dabei zu bleiben, keine Ehrgeiz haben, typische ADHS-Kinder, die auch ihre Zeit nicht einteilen können. Das sind alles Kinder, die vielleicht keinen Abschluss bekommen haben, aber dann eine Zeit finden mit Unterstützung, wo sie dann doch wieder sich zusammenreißen können und die Chance vielleicht nutzen wollen. Wir denken deshalb, dass das ein guter Entwurf ist, die Anhebung der Altersgrenze, ob jetzt bis 27 Jahre ab Schluss des 27. Lebensjahres oder vorher. Wir denken, 27 ist gut.
Auch wir haben immer wieder in Anträgen die Anhebung der Altersgrenze gefordert und begrüßen diese Initiative und sind genauso gespannt wie Sie, ob diese Initiativen, die Herr Schwarz eben genannt hat, eventuell auch in der Anhörung zeigen, dass Sie diesen Antrag ganz gut finden. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. Das Wort hat der Kultusminister, Herr Prof. Lorz. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf der SPD-Fraktion entspringt einem hehren Ziel, und das will ich ausdrücklich anerkennen. Sie wollen, worüber wir uns ja alle den Kopf zerbrechen, junge Flüchtlinge und Neuzuwanderer in Bildungsprogramme bringen, damit ihre Perspektiven hier besser werden. Und ich glaube, darüber sind wir uns wirklich alle einig. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, einfach zu glauben, mit dem Finger zu schnippen und zu sagen, jetzt setzt ihr die Altersgrenze für das Berufsschulrecht hoch und damit ist die Sache erledigt, das ist das untaugliche Instrument. Denn wenn in der Zielgruppe der jungen Erwachsenen und mit 25 oder 27 Jahren, meine Damen und Herren, ist man erwachsen, da ist man kein Kind oder Jugendlicher mehr, da ist man nicht einmal ein Heranwachsender, da haben wir eigentlich keinen Mangel an Bildungsprogrammen. Wir müssen die noch besser aufeinander abstimmen, keine Frage. Und vor allen Dingen müssen wir in diesem Bereich mit der Dynamik der Entwicklung Schritt halten. Und das wird nicht einfach, egal von welchem Bildungsprogramm wir reden. Herr Minister, darf ich Sie kurz unterbrechen? Herr Kollege Merz wollte Ihnen eine Frage stellen. Ich weiß nicht, wie Ihre Befindlichkeit jetzt ist um diese Zeit. Ja, na ja, da geben wir ein bisschen ab und zu. Also, Kollege Merz. Herr Minister, wären Sie bereit, zuzugeben, dass ich mit keiner Silbe gesagt habe, dass es ausreicht, diesen Gesetzentwurf zu machen, sondern dass es ein Beitrag zur Lösung eines praktischen Problems ist? Das gebe ich Ihnen gerne zu, Herr Abgeordneter Merz. Aber es ist im Moment ja der einzige Beitrag, der auf dem Tisch liegt. Also, Sie erwecken damit ja schon den Eindruck, dass das sicherlich jetzt nicht das alleinige wirksame Instrument, aber doch so eine Art Königsweg ist, der uns in diesem Bereich weiterbringt. Und das glaube ich nicht. Diesen Eindruck teile ich nicht. Denn, meine Damen und Herren, anders als bei den Minderjährigen, die wir doch sinnvollerweise nur in die Schule schicken können, mindestens in Teilzeit, falls sie glücklicherweise schon ein Ausbildungsverhältnis haben, kann die Antwort für Erwachsene, und das ist der Punkt, wo wir auseinanderliegen, doch nicht lauten, dass wir die jetzt einfach sämtlich auf die Schulbank schicken. Dabei gebe ich Ihnen sogar zu, Herr Merz, dass wir flexibel sein sollten, was die Altersgrenze anbetrifft. Aber das tun wir. Das tun wir bereits im jetzigen InteA-Programm, wo wir die Flexibilisierungsmöglichkeit aufgenommen haben, auf die Herr Schwarz schon hingewiesen hat. Und wir werden das jetzt zur Regel machen. Denn dafür sind genau die 10 Millionen € aus dem Aktionsplan da, die exakt für diese Altersgruppe von über 18-Jährigen vorgesehen sind. Das ergibt, wenn man das umrechnet, 3.000 weitere InteA-Plätze für Heranwachsende bis 20 Jahre. Und speziell für die Älteren wollen wir noch einmal 1.500 Plätze zur Sprachförderung an den Schulen für Erwachsene schaffen. Und, meine Damen und Herren, entscheidender Punkt ist, da reden wir nur vom Eintrittsalter. Die Beschulung selber dauert ja auch noch einmal bis zu 2 Jahre. Das heißt, das ist ein Angebot, das nicht nur die Heranwachsenden betrifft, sondern im Prinzip bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres reicht, vom Potenzial her. Warum betone ich das, meine Damen und Herren? Einmal, um zu zeigen, also so weit liegen wir da in der Tat nicht auseinander. Wir reden jetzt über 23, 25, 27. Aber wir reden natürlich auch über die Frage eines Rechtsanspruchs dieser Jugendlichen auf den Berufsschulbesuch. Und da gibt es für mich drei Dinge, die gegen einen solchen Anspruch sprechen. Der erste Punkt ist, wir dürfen unsere beruflichen Schulen auch nicht überfordern. Sie sind schon jetzt mit einer extrem hohen Heterogenität in ihren Klassen konfrontiert, gerade auch, weil sie sich dankenswerterweise um die Flüchtlinge kümmern. Und ich glaube, auch eine Berufsschulklasse braucht einen gewissen inneren Zusammenhang, auch unter Aspekten wie Alter oder Lebenssituation. Sonst wird die Herausforderung für die Lehrkräfte einfach zu groß. Der zweite Punkt ist, darauf ist schon hingewiesen worden, in diesem Bereich sind sehr viele Akteure unterwegs. BAMF, BA, Volkshochschulen, Hochschulen, Bildungswerke, die Wirtschaft, die sollten wir auch nicht aus der Verantwortung entlassen, indem wir den Eindruck erwecken, als wären eigentlich die Berufsschule der richtige Ort und alles andere, was die anderen Akteure machen, das könnte vielleicht noch irgendwie ergänzend dazukommen. Und der dritte Punkt, auf den hat Herr May auch schon hingewiesen, deswegen will ich ihn auch nur noch einmal ganz kurz ansprechen. Die meisten der Erwachsenenflüchtlinge, also gerade wenn wir die Altersgruppe eben über 23 schauen, die haben ja schon irgendeine Form von schulischer Vorbildung oder Berufsqualifikation. Die haben ja schon irgendwas gemacht in ihrem Leben.
Das heißt, die brauchen vor allen Dingen entsprechende Anerkennungsprozesse, und die brauchen Programme auch zur Arbeitsmarktintegration. Das sind Angebote, die vielleicht nicht primär oder jedenfalls auf keinen Fall ausschließlich an den Berufsschulen leisten könnten. Das ist unsere sozusagen spontane Reaktion auf diesen Gesetzentwurf. Aber natürlich sind auch wir gespannt auf das, was die Anhörung da weitergeben wird. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen auch im Ausschuss. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es war die erste Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den KPA. Jawohl, erfreut alle, dann wird es so gemacht.